Hallo, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter. Ja, im Augenblick geht's abwärts. Das, was ich ja schon ein bisschen erwartet hatte. 3% minus im Vergleich zu gestern um etwa diese Uhrzeit. Und nun ja, die Frage ist natürlich, was passiert da jetzt als nächstes? Wird es jetzt richtig einen großen Absturz geben? Oder ist der Markt immer noch bullisch genug und wird sich halten? Ich habe da wirklich so die Vermutung, das könnte noch eine ganze Weile weitergehen bei den 24.000 Dollar. Also wir haben jetzt im Moment, ja genau, 22.600 Dollar ist der Einkaufspreis für Bitcoin aktuell. Und gestern waren wir zeitweise mal ganz kurz bei 24.000 Dollar. Weiß nicht, so mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es in diesem Falle stimmt, dass das nochmal wieder nach oben geht, vielleicht sogar über 24.000. Möglicherweise schaffen wir bis Januar noch die 25.000. Es ist also im Augenblick wirklich ein unglaublicher Aufwärtstrend. Und ja, trotzdem besteht natürlich die Möglichkeit, dass es jederzeit auch wieder ein paar tausend Dollar abwärts geht. Wir werden sehen, ob das jetzt passiert. Ich glaube es noch nicht so ganz, aber joa, ich lasse mich da mal überraschen. Ich habe gestern auch noch mal eine kleine Position Bitcoin gewagt einzukaufen. Die ist jetzt auch mit ungefähr, na was haben wir da, 3,5% im Minus. Das ist vielleicht etwas ärgerlich, wenn es jetzt dann wirklich abwärts geht, weil dann müsste ich diese Position entweder so lange halten, bis es wieder auf über 24.000 geht. Oder jedenfalls in die Nähe davon. Oder ich müsste es schnell verkaufen, das muss ich mir dann noch überlegen. Und das kann eventuell dauern, ne? Wenn das jetzt weit runter geht auf, sagen wir, 15.000 oder 18.000 Dollar, dann weiß man nicht, wann kommen wieder die 24.000. Das kann mitunter ein Jahr dauern, 2 Jahre dauern. Aber ich bin da zuversichtlich, dass langfristig gesehen sich der Bitcoin-Preis noch weiter erhöhen wird. Ja, und ich glaube tatsächlich daran, dass auch bis morgen Abend vielleicht noch wieder die 24.000 Dollar erreicht werden können. Ob das passiert oder nicht, darüber werde ich dann im nächsten Video berichten. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Auf Wiedersehen.